So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Demo, nämlich wie ihr jetzt gerade schon im schönen Intro gesehen habt, zu F1 Waystars. Ja, Codemasters hat mit der Formel 1 Lizenz jetzt doch sowas wie ein Mario Kart Klon in der Mache. Und nächste Woche oder sowas kommt der glaube ich raus. Und jetzt habe ich gedacht, zocke ich mal mit euch die Demo an, an diesem wundervollen Game, dann wollen wir das Intro nicht nochmal sehen. Und mal gucken, ob dieses Spiel sich gegen einen Mario Kart theoretisch beweisen könnte, weil ich das auch schon gespielt habe, also das haben wir ja auch hier zu Hause und naja, mal gucken, ob es genau denselben Fun-Faktor erfüllt. So, das Coole ist auf jeden Fall schon mal, es gibt auf jeden Fall die kompletten Formel 1 Lizenz, also alle Fahrer und Autos. Video war ich gerade etwas verwundert, wie ihr gerade seht. Es gibt nur Bildschirmauflösung einstellen und da gibt es keine 16:9 Formate. Es gibt kein 1920x1080, also Full HD gibt's gar nicht. Und das ist hier die HD-Auflösung. Es gibt keine 1080x720. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich find's ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Aber gut, Vibration bitte ein, das hätte ich gerne. So, gut, gehen wir doch mal aufs Spielen. Oh, man kann sogar... Die PC-Version geht zu viert. Hut ab, das gefällt mir. Ein PC-Game, was zu viert geht, das gibt selten. Das ist cool, aber wir haben jetzt hier keinen zweiten Typen und deswegen spielen wir alleine. So, wir können nur Deutschland wählen, das ist hier sehr schön. Stürme das Schlossverlies, Zeit 10 Minuten 30, Distanz 5,2 Kilometer, Kehrsabschnitte 5. Okay. Die anderen Strecken können wir nicht fahren, wir können nur in Deutschland. Klasse! Das klingt hier voll leise. Schneller, viel schneller! Wir nehmen die große Klasse, ich will direkt richtig Dampf am Arsch haben. Event wählen, hatten wir ja schon, das brauche ich ja nicht. Team wählen. Achso. Ach du Scheiße. Keine Teams. Kann ich kein Auto wählen? Okay. Ah, jetzt kann ich Auto wählen. Okay. Ah. Hier haben wir die ganzen Fahrer. Haben wir Schumi? Ne, hier dürfen wir Vettel fahren. Hier dürfen wir Button fahren. Alonso dürfen wir in der Demo. Und Raikön. Dann fahre ich doch... Komm, wir fahren mal Vettel. Komm, das ist immer cool, wir fahren Vettel. So, Werkzeugkasten, Stars. Hä? Ne, was Stars? Ich habe keine Ahnung, was der meint mit Werkzeugkasten und Stars. Wir nehmen jetzt einfach Stars. Und ab geht es nach Deutschland. Einzel-Event, komm als erste Ziellinie, Runden 2, Klasse 3000 Kubikzentimeter, Schaden normal, Power-Up Standard. Gucken, was es so für Power-Ups gibt in dem Game. Ich bin ziemlich gespannt. Ein schönes Klischee. Deutschland ist alles nur mit Bayern. Seit wann gibt es eine Frau in der Formel 1? Ich hab's verpasst. Boah. Ach, mach Platz, ich hab Hupe. Du wirst mich die einsetze. Ah, mit dem mit RB, okay. Wunderbar! Ja, ist echt so. Das ist ganz Deutschland ist bayerisch. Hat gerade die ganze Zeit im Hintergrund die bayerische Mucke. Und Vettel hat eine voll falsche Stimme, aber naja, man kann ja denke ich nicht alles haben. Ich denke mal, die werden nicht die Fahrer extra hergeholt haben, damit die synchronisieren. Fantastique hat war Italiener, der da gerade geredet hat. Es gibt kein Driften. Also so wie. Komm schon, steht jemand. So wie bei, Alter. So wie bei, wie heißt das Spiel jetzt, Mario Kart? Das habe ich zumindest im Review so gelesen. Safety Car. Ah, komm schon. Nein, scheiße. Jessica, keine Ahnung. Ich wusste nie, dass es eine Frau gibt. Noch keine Frau in der Formel 1, habe ich das verpasst. Aber es macht richtig eigentlich recht Bock. Ist fahrerisch, das ist gut. Ah, das ist ein grüner Panzer wie bei Mario. Gut. Achso, kann ich mich umgucken. Hey, meine Frontstoßstange fehlt. Ich muss mich mal wieder reparieren. Da rein. Ja. Ah, hier bin ich gleich wieder heile. Oh yeah. Ah, cooler Remix. Aha, aha. So, und... Tschüss. Aber jetzt, komm, gib mir einen Boost. Was auch immer. Ah, nee, das bounced ab. Okay. Tut. Ey, es gibt A und B sind beides zum Hupen. Was ist das für ein Sinn? Boah, ich finde die Kurve nicht. Ja, aber es hat auch immer so ein bisschen realistisches Gefühl. Also, weil das wollen ja, haben sich, glaube ich, irgendwie auch gelesen, dass es beibehalten wollen. So ein bisschen noch Realismus haben, also vom Fahrhandling her. Man muss schon mal bremsen, man kann nicht die ganze Zeit Fullspeed geben. Hahaha.
Ich hab das scheiß Ding kaputt gemacht. Ich bin gut. Dreifach Boost. Wo sind die ersten beiden? Ah, scheiße. Ha! Ich denke mal, wenn du jetzt die andere, also in Amerika oder sowas, dieses Spiel runtergeladen hättest, bei Steam Wetten, da hättest du eine andere Version gehabt, da hättest du nämlich die amerikanische Strecke fahren dürfen. Würde mich jetzt nicht wundern. Tschüss. So, kurz wieder reparieren lassen. Kann ja nicht schaden, ne? Die Animation der Fahrer finde ich aber echt geil. Es ist zwar nicht realistisch, also es ist nicht auf Realismus gemacht, sondern es ist auf Comic, aber es sieht trotzdem immer noch gut aus, das Game. Also nicht, so meine ich das jetzt gar nicht. Gut aus, geht ja gar nicht ums Aussehen. So vom Style her gefällt mir das Game richtig gut. Scheiße, wieder nicht hochgekommen. Ja, mir gefällt das Game vom Style, sieht es gut aus. Ob ich es mir jetzt kaufen würde? Nee, also ich glaube eher, das wäre ein Game, was ich mir mal vielleicht aus Spaß ins Bild... Scheiße. Toll, wieder in der Blase gefangen. Oh, mein Auto geht gleich kaputt, ey! Ah! Boah, wie das Zeug... Wie bescheuert das aussieht, wenn die Karre im Arsch ist, heftig. Ah! Es kommt von hinten, der Auto von hinten hier, ich glaube, es hackt. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall, denke ich, eher holen, wenn es mal billiger ist, also nicht für Vollpreis. Ja, es ist viel Spaß zwischendurch geil, aber ich glaube, mir würde jetzt Mario Kart persönlich mehr Bock machen. Also vom Spielerischen her ist Mario Kart irgendwie ein bisschen größerer Fun-Faktor, weil das hier eben noch ein bisschen auf Realismus ausgelegt ist. Und irgendwie passt das zu einem Fun-Racer nicht so ganz. Sag ich mal, die Mucke gerade so übelst auf den Sack geht. Ich bin kein Fan von bayerischer Mucke nebenbei. Was wir gesagt haben. Und schlecht sind wir auch noch gewesen. Ich bin aber ein Raser, das ist schon mal was Tolles. War gar nichts bekommen, aber wir sind Raser. Technova Star. Ja, Jessica Checker. Das ist anscheinend eine vom Entwicklerteam, kann ich auch sagen. Fortsetzen. Formula One in einer neuen Dimension. Gut, wir können ja ein Rennen nochmal fahren. Noch einmal will ich nochmal fahren, da hab ich nicht gerade Bock zu. Wir nehmen mal eine etwas langsamere Klasse. Vielleicht ist es dann etwas angenehmer zu juckeln, so. Ja, Rennen. Und wir fahren mit Alonso. Aber ich guck mal, was jetzt Werkzeugkasten ist. Gut, gar nichts wird uns nicht angezeigt. Ich hab gedacht, Werkzeugkasten könnte man sich die Karre jetzt zusammenbasteln. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, schade. Ich weiß nicht, was Werkzeugkasten dann heißt. Immer die geilen Animationen, wenn sie am Hecksucher blast. Immer diese geile Animation, wenn sie am Anfang ihren Helm aufsetzen. Hat schon was. Es ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ja, der redet auch nicht Deutsch. Boah. Nee, er redet Englisch. Aber warum ist das Spanisch reden? Oh ja. Tschüss, Schumi. Tut mir leid. Musste sein. Tschüssi. Hey, jetzt haben wir, sind wir sogar Erster, weil wir waren vorne dabei. Geil. Das waren die Bananen aus Mario Kart. Also viele Power-Ups sind angelehnt aus Mario Kart. Warum Safety Car? Ach, jemand setzt einen Safety Car vor mich, damit ich langsam fahren muss. Ah, Safety Car ist also ein Power-Up. Das ist ja scheiße. Lass mich schneller fahren. Das ist doch scheiße jetzt. Danke. Jetzt krieg ich wieder Gas geben. Genau, du natürlich. Hm.
Scheiße. Gott sei Dank direkt vor der Reparaturstelle. Weil wir verlieren ein bisschen Speed, wenn wir, glaube ich, kaputt sind. Aber jetzt schuben wir wieder vor uns. Ah, jetzt müssen wir wieder aufholen. Hey, du Penner! Oh shit, nicht in die Blase. Ich bin nur noch Vierter, ey, mein Gott. Ah, das ist Chaos. Ach so, cool. Das ist kein Boost, das sind Chaos hier. Ah, okay. I know. Ja, ich hab mich mal operieren lassen sollen, ne? Normalfall hätte ich das mal machen sollen. Tschüss, Paul. So. Es läuft aber gerade ganz gut. Also, man merkt schon, dass der Wagen echt langsamer ist als die 3000, aber lässt sich auch deswegen angenehmer fahren. Nur diese Mucke, also, wenn die wirklich in jedem Land so übelst klischeehaft angepasst ist, weil kein Mensch in ganz Deutschland hat nur solche Musik. Ah, könnte ich einen Anfall kriegen. Oh, von Paul, die Weste, die Karre geht mittlerweile in den Arsch. Scheiße, ich hätte mal richtig einen mitgeben sollen, dann wäre vielleicht kaputt gewesen. Naja. Aber wie in echt, ein Boxenstopp kostet Zeit. Also wenn ich mein Auto heile machen muss, muss ich damit auch rechnen, dass ich Zeit verliere. Nein, kein Safety Car! Oh, du Arsch! Oh, was ein Penner. Es kostet so viel Zeit, diese scheiß Safety Car, das ist nicht normal. Jetzt kann ich wieder Gas geben. So, tschüss. Weil jedes Team hat irgendwelche extra Boni. Die haben jetzt zum Beispiel so einen Windschatten-Gedöns. So habe ich mit Windschatten hier deutlich mehr Vorteile als mit den anderen Sachen. Finde ich aber cool, dass die Autos sich unterscheiden, also mit irgendwelchen Power-Ups. Ja, genau. Geh weg, Regenwolke! Ich hatte eigentlich vor, als CDC-Erster zu werden, aber jetzt können wir, glaube ich, gerade schon wieder knicken. Ich krieg das was. Penner. Oh. Nicht selber treffen. Oh, ich hab jemanden getroffen. Shit. Es war so klar, dass ich mir selbst einen mitgebe. Und mein Ferrari fällt gleich auseinander, wenn ich so weitermache. Zweiter werde ich. Ha! Nein! Wieder nur Vierter, es gibt's doch nicht! Warte, bin ich jetzt Dritter oder Vierter geworden? Gerade war nur Vierter. Nee, gerade hat er noch gejubelt, jetzt jammert er. Wieder nur Vierter, ey, Halleluja, Spiel ist aber echt schwer. Also zumindest hier mal weiter vorne zu landen, ist ja echt nicht gerade mal kurz so nebenbei mal im Schlaf gemacht, ne? Nicht schlecht. Gut, damit wären wir, denke ich, auch mit der Demo durch. Wie gesagt, ich werde mir das Spiel selber nicht holen. Ich habe hier Mario Kart zu Hause. Da zocke ich dann doch noch ein bisschen lieber, dass es irgendwie... Hat noch ein bisschen mehr Charakter, dass hier versucht halt irgendwie, was Mario Kart ähnliches mit Formel 1 hinzukriegen. Es ist ganz okay. Es ist jetzt nicht das Hammerspiel, also... Ja, es geht. Es gibt bessere Games im Fun-Sektor. Man kann sich's gerne mal anschauen. Wie gesagt, die Demo gibt's ja im Steam kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob die auch bei Konsolen, denke ich, ist die auch runterladbar. Ich hab's, wie gesagt, jetzt bei Steam. Aber na gut, ich bin aber 5, bin raus. Eure Meinung vielleicht würde mich dazu im Game interessieren und eine Meinung. Bis dann. Ciao.